Ja. Also ihr könnt ja vielleicht ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich blau, grün, weiß, gelb und rot sage, dann hebt ihr ein. Nein, ich will natürlich niemanden dazu ermutigen, Alkohol zu trinken. Kiesel, Lohe, Mock, Nebel, blau, grün, weiß, gelb und rot. Aber ein Trinkspiel wäre doch schon lustig. Wahrscheinlich wiederhole ich das jetzt so oft, dass ihr euch diese Reihenfolge bis ans Ende des Lebens merken könnt. Okay, keiner ist kaputt. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Ich meine nur. Wusstet ihr schon, dass die Reihenfolge blau, grün, weiß, gelb und rot ist? Kiesel, Lohe, Smog, Nebel. Läuft. Okay, da ist nichts. Da geht's lang. Hier ist nichts. Maulwurfen. Kiesel. Lohe. Oh, keine Ahnung. Mock, reicht das? Ich weiß es nicht. Und Pin. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Okay, Lohe reicht nicht. Das reicht. Ach, das war gar nicht Lohe. Das ist Lohe. Dafür ist der immerhin kaputt. Ne, Moment. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Ja, der hat's hinter sich. Keine Ahnung, was hier der richtige Weg ist. Ja. Wäre wohl egal gewesen, okay. Sind wir da? Bei Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot? Nee, noch nicht. Und Gargoyle erscheint. Oh, wir haben die Djinns vergessen. Lieber. Höhe. Ja, komm, was soll's, Quelle. Ja, der hat's hinter sich, war sogar der richtige Djinn. Knospe, Lohe, Smog, Böe, Pin, Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Und so. Okay, da geht nichts. Ein Djinn. Den wollen wir natürlich haben. Cool. Okay, wie kommen wir daran? Wir müssen den hochschieben. Nee, Moment, das geht nicht, oder? Ah, ich verstehe. Frost. So. Jetzt kommen wir da vorbei. Können das machen und den runter. Ja. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Ich meine nur. Volle Lunte auf Beschwörung? Ja, oder? Beziehungsweise weitestgehend. So, zwei Runden werden gesichert. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Ich komme mir gerade vor wie, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, aber ich kam nicht drauf. Ich komme mir gerade vor wie Dr. Kevin Casey aus Scrubs. Mit seiner Zwangsneurose wiederholt er ja auch immer wieder alles. Meteor. Milan wollen wir. Und Pin. Ja. Dr. Kevin Casey wiederholt er immer wieder. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Und ein fetter Meteor prasselt auf ihn nieder, während er bewegungsunfähig ist. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, aber was soll's. Blau, grün, weiß, gelb und rot. 310 Schaden. Ich glaube, wir müssen nicht mal alles hier beschwören. Auch wenn wir es vorhatten. Hier, komm, was soll's. Kiesel. In your face. Lohe. Mock. Falls es aber doch nicht reicht, Tor.
Ah, wir haben noch Quelle. Ja, was soll's. Ja, besiegt. Sehr schön. Cool, cool, cool. Ein neuer Djinn für uns. Der sechste. Mistral. Paralysiert Gegner durch Sturm. Klingt nach einem Kampf-Djinn. Strato. Wieso haben wir Corona? Also so aktiviert. Esse. Das esse ich auch. So, sind wir jetzt bei Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot? Ne, noch nicht, so wie das aussieht. Oh, gehen wir erstmal hier runter, keine Ahnung. Ist da was? Nö. Okay, jetzt sind es drei Gegner. Strato auf ihn hier. Lohe auf ihn. Milan auf ihn. Nebel auf ihn. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Oder so. Er ist immerhin getäuscht. Lebt leider nicht. Leider auch nicht gelähmt. Da lag Miet auf Gareth. Servieren wir ihnen mal was. Komm hier, wir haben ein Erdschild. Haben wir noch nie gesehen. Wie das eingesetzt wird. Mistral. Paralysiert Gegner. Testen wir es doch mal. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot und Quelle. Ja, ist ein Kampf-Djinn. Dr. Kevin Casey. Ich schätze mal, die haben es hinter sich. Nicht alle. Okay, jetzt haben wir das Erdschild auch mal gesehen. Den Erdschild. Verzeihung, mein Fehler. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie der Erdschild eingesetzt wird. Irgendwas gemacht, der müsste jetzt kaputt sein. Jo, cool, sogar das richtige Element. Das da, das da, das da. Das da, das da. Okay, da geht's nicht weiter. Links ginge es weiter. Ja. Schauen wir erstmal hier oben lang. Da geht nichts. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Ja, ich muss das jetzt nochmal sagen, nicht, dass ich es wieder noch vergesse. Ach, wir haben Ranke noch gar nicht gedingst und Granit auch nicht. Kiesel. Lohe. Mistral. Pin. Ja, der Plan geht auf. Er ist mit dem richtigen Element besiegt. Und der nächste wird es auch, weil Ivan als erstes angreifen kann. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot.
Okay, links ist eine Truhe. Und da kommen wir ran. Oh, ein Glückskeks. Wie schön. Ich nehme an, mehr ist hier auch nicht. Das heißt, wir können jetzt unten lang gehen. Was? Höllenhund. Hat uns sogar überrascht. Dafür ist Knospe ja gemacht. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welches Element das richtige ist. Sieht man ja immer an den drei Ausrufezeichen. Da kommen wir her, okay. Halten wir mal fest, dass wir als erstes den Hund kaputt machen. Obwohl, nee, hier kommen Fieber. Smog. In Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Ist das noch richtig? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es zwar so oft gesagt, aber... Okay, Wasser ist richtig für den Höllenhund. Der da. Okay, da ist nichts. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Da war... links der nächste Gang runter. Schauen wir mal, ob wir alle irgendwie gelähmt und eingeschläfert kriegen. Ja, der schläft sehr schön. Ja, sehr schön. Okay, mal schauen. Kiesel auf... Eigentlich soll Mia auf den hauen. Dann machst du Knospe. Du machst... Biber. Bö. In... Der ist noch nicht tot, der in der Mitte. Ach sowas. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Okay, wir sind Level aufgestiegen. Sind wir da? Nö. Da drin vielleicht. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Hier geht's auch noch weiter. Oh. Hier hauen wir so kaputt. Eieiei. Strato. Auf ihn.
Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Gut, dass wir drei noch auf den nach rechts geschickt haben. So, und da reichen jetzt Auto-Hits. Ja, sehr schön. Ja, wir sind endlich da. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Das geht doch. Den sollen wir drehen und den da. So. Blau, Grün, Weiß, Gelb und Rot. Blau. Ach, das waren nur zwei. Oh. Warum habe ich mir denn so viel gemerkt? Mystiktrank. Ist es kürzer zurückzulaufen oder Rückzug zu nutzen und dann zu laufen? Ich weiß es nicht. Laufen einfach mal zurück. Wir kennen ja jetzt den Weg. Das sollte eigentlich relativ flott gehen. Haben wir an die Djinns gedacht? Haben wir. Lohe. Ja, der hat's geschafft. Der auch. Mock. Die sind echt alle gut, also kein, den wir auf Standby brauchen von mir. Ich glaube hier lang, ne? Ja, hier lang. Höhlenhund. Esel. Nur zur Sicherheit. Mock. Aber theoretisch dürfte Pin ausreichen. Nachdem die anderen beiden schon volle Lund draufgezwirbelt haben. Okay, die zwei reichen auch schon. Esel und Mock. Wir müssten jetzt schon fast da sein. Ja, hier noch zurück und dann sind wir, glaube ich, schon wieder in dem Raum, oder? Da oben gab es den Djinn, den haben wir. Ne, noch ein hoch. Oder lag er da? Ich weiß es nicht mehr. Kiesel. Moment, hier. Kiesel war doch da. Lohe. Smog. Pin. Venus war doch richtig für den, ne? Ja, Venus war richtig für den Gnomen, gut. Und dann können wir den Zombie hier ausbrennen und haben da auch noch doppelte EP. Ja, das bringt schon einiges, denke ich mal. Weil wir sind ja jetzt schon immerhin 22. Und das ohne irgendwie aktiv irgendwo stehen geblieben zu sein, um zu leveln. Wir müssen hier immer noch zurück. Oder, ja, außenrum. Ja, aber danach sind wir wirklich richtig. Okay, mal schauen. Du haust so ein Ding alleine weg, oder? Du fieberst mit ihm mit. Ach so, nee, Moment. Du fieberst mit ihm mit. Du smockst ihn an. Und du pinnst ihn an die Wand. Ja, cool. Ivan hat's hingekriegt. Wir natürlich auch.
Ah, schade. Ich habe gehofft, dass Gareth da den finalen Schlag kriegt, aber egal. Ist halt für den einen keine doppelte EP. Was soll's?